Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder eine Runde Train Sim World. Willkommen in dieser Elektrolokomotive DB BR155 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Start- und Stopp-Prozeduren sprechen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Genau, wir wollen uns heute die BR155 anschauen. Das gab es jetzt noch als DLC wieder zum Kaufen oder ist jetzt eigentlich schon ein Weilchen her. Ich bin noch nicht dazu gekommen und heute schauen wir da mal rein. Wir machen das Ganze auf der PlayStation. So, geht schon gut los. Ich komme hier schon gar nicht rein. Wieso geht denn die Tür nicht auf? Ah, mein Fehler. Wir müssen erstmal hier einschalten. Betätigen Sie den Batterie-Isolationsschalter, um die Lokomotive zu starten. Der Hammer. zusätzliche Kompressor wird später verwendet, um den Stromabnehmer anzuheben. Okay. Auf Automatik. So nimmt er das nicht. So. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Stromabnehmers, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. So, haben wir jetzt Sie ausgewählt. werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Juhu. Viel Zeit auf dem Fahrersitz. Das heißt, ich muss nur sitzen. Nutzen Sie den Richtungswender, um die Lokomotive ins Rollen zu bringen. Warten Sie einen Moment, bis der zusätzliche Kompressor geladen ist. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und sich mit der Oberleitung verbindet. Ah, da ist ein Lämpchen angegangen. Die Okay. Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Stromabnehmer-Trennschalter geregelt. Schließen. Haben wir. Oder auch nicht. Trafo. Muss auch noch anschalten. An. Meine Güte, wie Der viel Hebel Kompressor gibt es denn füllt hier? das Druckluftbremssystem mit Luft, damit die Bremsen gelöst werden. Der Bremsschlüssel bestätigt, dass der Zug von diesem Führerstand aus gesteuert wird. Mit dem Fahrerbremsventil werden die Bremsen des gesamten Zugs kontrolliert. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass ein Zug in Betrieb ist. So, rechts, links, alles an. Okay. Was ist das noch? Nur eine geringe Menge an Zugkraft wird benötigt, um loszufahren. Sobald der Zug in Fahrt gekommen ist, kann nach Bedarf mehr Zug. Lösen Sie die verbleibenden Bremsen nach Abschluss des Startprozesses. Oh, meine Güte. Erhöhen Sie die Leistung, indem Sie den Fahrstufenschalter zur gewünschten Fahrstufenkennzahl drehen. Nun. 10. Oh, es geht schon los. Und jetzt fahren wir. Wir Das können mehr stimmt. Strom fließen lassen und dadurch unsere gewünschte Geschwindigkeit erreichen. Das Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit macht weitere Zugkraft unnötig. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. So, versuche ich doch ein bisschen bremsen. Aus.
So ist dann jetzt schon angehalten. Jetzt habe ich wieder irgendwas. Nämlich die Bremse zu doll gedrückt. Okay, mein Fehler, wie immer. Läuft ja wieder richtig gut. Ich würde sagen, wir werden danach gleich mal mit dem Zug noch eine Runde drehen. Ist jetzt eigentlich wie, wo muss ich denn eigentlich hin? Da steht irgendwie 800 Meter. So sieht das Ganze von außen aus. Und jetzt setzen wir uns aber wieder rein. Also ich mag das Teil. Warte mal, können wir hier noch theoretisch sonst Fenster aufmachen? Geht jetzt wahrscheinlich nicht im Tutorial. Wir nähern uns den Hohen Limburg-Nebengleisen und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Okay. Mal. Was habe ich ja jetzt für eine Bremse hier? So, fast perfekt. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Was? Das war's schon. Okay, weiter. So. Was ist ein nächstes Szenario? Nee, 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 das war eigentlich zu. Da habe ich zu. Okay, wir wollten natürlich mit der Baureihe 155 noch eine Runde drehen. Jetzt habe ich da schon einmal zu schnell gedrückt. Okay, aber wir fahren mit der. So, jetzt bist du ruhig einsteigen, in welche Richtung ich fahren muss. Also ich steig. Da kommt noch einer.
So, also Batterieschalter auf an. Kompressor auf Automatik. Stromabnehmer, da muss ich wahrscheinlich in die Richtung hier. Oh, jetzt muss ich wieder alles einschalten. Heben, jawohl, Stromabnehmer heben. Einschalten. So, geht ja schon mal gut los. Schon wieder ein Bug oder was? Schließen. Jetzt. Einschalten vom Trafo. Kompressor Automatik. So, Bremsfahrer Schlüsseldingens, damit ich von hier steuer auf an. Bremse lösen. Und Gas. Warte mal, ich habe noch die andere Bremse vergessen zu lösen. So, jetzt noch den Schalter finden für die Scheibenwischer. So, Schalter, da ist doch der Schalter für Scheibenwischer. Aha, an. Jetzt läuft's. So, jetzt nehmen wir nochmal die Außenkamera. Genau, jetzt sind wir da unterwegs. Aber ich glaube, ich habe noch das Signal hier. Einschalten. Ich habe gar kein Licht an. Also nochmal reinsetzen. So, das war hier hinten irgendwo, glaube ich. So, das geht hier ab wie Schmidts Katze hier. So, schauen, was er noch alles hier für Hebel hat. So, jetzt haben wir da Licht an, Scheibenwischer haben wir auch an.
Jetzt läuft's hier für uns. Da sind wir auch ziemlich zügig unterwegs. Ich mag den eckigen Kasten irgendwie. Wir sind hier übrigens auf der Karte Ruhr-Sieg Nord oder auf der Strecke unterwegs. Und es kommt immer wieder die Fragen, brauche ich denn dafür das Hauptspiel oder reicht es, wenn ich bloß das DLC kaufen kann? Nein, man braucht das Hauptspiel. Das DLC ist ein Zusatz, das muss man noch extra dazu kaufen. Es ist zwar recht teuer, aber ich finde grafisch und so lohnt sich das wohl allemal. Sag, man sieht hier sogar die Regentropfen an der Scheibe runterlaufen beim Fahren. Also, das auf der PlayStation. Auf dem Computer ist es, glaube ich, noch ein bisschen krasser. So, ich setze mich wieder rein. So, war gerade noch rot, jetzt ist aber grün geworden. Wir müssen noch 3 Kilometer fahren. Kommt uns noch jemand entgegen? Meine Güte, die geht richtig ab. So, donnern wir mal hier durch. 100 km/h. Und gleich ist mal 40. Ah, nicht Notfall. Oh, da war ich zu schnell. Jetzt hört man auf den Scheibenwischer.
So, in 600 Metern ist rot. So, stehen jetzt da meine Waggons, die ich noch ankoppeln muss, oder wie sieht denn das aus? So, noch 300 Meter. So, hier leuchtet schon alles gelb. Ich nehme an, da muss ich ein bisschen vorsichtig fahren, langsam. So. 100 Meter. Okay, ich darf bei Rot über Rot fahren. Sind wir noch 600 Meter. So, Scheibenwischer wieder an, habe ich aus Versehen ausgeschalten. So, 450 Meter, irgendwo kommen jetzt wahrscheinlich die Waggons. Meter. Hundert Meter. Ja, kuppel die Wagen an. Ich glaube, da muss aber noch mal ein Stück vorfahren. Da bin ich noch viel zu weit weg. Fünf Waggons. Ja, ich gehe mal gucken. Aber ich glaube, ich bin immer noch zu weit weg. Boah, was für ein Sauwetter. Ja, da fehlen noch 2 Meter. Ich habe es noch gedacht.
Wie kann ich wieder die Bremse verstellen? So. Ich glaube, jetzt sind wir dicht genug dran. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. So, Stromabnehmer senken. Meine Güte. So, irgendwie bin ich da. Das kann doch nicht so schwer sein. Neutral. Bremse anlegen. So, haben wir das geschafft. Batterieschalter aus. Jetzt kann ich nach Hause laufen wieder. Na toll. Also. Mission erfüllt, Mission geglückt. So, ich wollte eigentlich nur die Tür zumachen. Das war der schöne Zug heute. Wir können jetzt Feierabend machen wahrscheinlich. Ich muss hierher. Und ja, der nächste übernimmt dann den Zug. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.